Sinne fast alle damit angesprochen, genau. Mit dem Sound, richtig, genau. Mit dem Licht. Und das ist auch wichtig, dass wir uns auch öffnen in dem Bereich, weil es ist auch das, was nicht nur die Eltern erwarten, sondern vor allem auch die Kinder, um unsere Spielsachen natürlich weiterhin interessant zu halten. Das heißt also, der Technik gegenüber sich öffnen, also oder das der Entwicklung ins digitale Zeitalter. Das ist korrekt, es geht Hand in Hand. Ja. Wir sind natürlich sehr glücklich, dass wir sehen, dass weiterhin die haptischen Spielsachen am Wachsen sind am Markt. Das sagen uns auch alle Marktdaten. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch, dass es wichtig ist, auch mit der Zeit zu gehen. Licht und Sound ist natürlich da nur ein Bestandteil. Wir haben auch einen Zug, der sich zusätzlich per App steuern lässt. Und wir haben jetzt ganz neu im Angebot, jetzt ab Herbst 2017, ein neues Produktkonzept, was wir Smart Tech nennen, wo die Technik auf eine sehr spielerische Art und Weise umgesetzt wird. Gehen wir mal rüber. Gehen wir rüber. Ja, das ist das Thema Smart Tech, wie wir es nennen. Es steckt, wie der Name schon sagt, Technik drin. Aber was wichtig ist bei unserer Zielgruppe, dass sie leicht verständlich ist. Dass ein Kind mit 3 Jahren tatsächlich damit spielen kann. Und vor allem, dass die Eltern auch keine Scheu dafür haben, dieses Spielzeug auch zu kaufen. Kernbestandteil ist ein intelligenter Zug, deswegen auch der Name Smart. Das, was wir hier aufgebaut haben, besteht aus insgesamt 3 Artikeln. Der Übersichtlichkeit halber haben wir es einfach mal zusammengebaut. Ich zeige mal die Waschanlage, weil wenn der Zug dreckig ist, dann muss er irgendwann gewaschen werden. Und der Zug fährt in die Waschanlage, die Düsen bewegen sich, er wird gewaschen und natürlich wird er hinterher abgespült. Also auch hier haben wir dieses Thema sehr realitätsnah, aber dennoch spielerisch. Genau. Und halt jetzt auch schon so leichte technische Aspekte mit drin verarbeitet. Das ist korrekt, ja. Aber Technik auf die Art und Weise, dass es wirklich auch die Kinder nutzen können. Und ein Hauptbestandteil des Konzepts sind die sogenannten Action-Tunnel. Weil wir wissen natürlich auch, dass Kinder nicht statisch spielen sollten. In meisten Fällen tun sie das nicht. Die Brio-Bahn ist ja ein sehr lebendiges Spielzeug. Das heißt, man baut ständig neue Strecken, man verändert die Strecken. Und in dem Konzept ist es so, dass der Zug nicht nur auf die Waschanlage reagiert, sondern dass in dem Zug ist ein RFID-Chip verbaut. Klingt kompliziert, aber ist eigentlich ganz einfach. Der Chip reagiert entweder auf die Waschanlage in diesem Fall oder auf die Action-Tunnel, die Kinder frei auf den Schienen platzieren können. Der Zug fährt geradeaus und wenn das Kind jetzt in dem Fall den Tunnel auf die Strecke stellt, erkennt der Zug, ich fahre gerade durch den Rückwärtstunnel und fährt dann wieder zurück. Da gibt es verschiedene andere Tunnel. Da gibt es einen Tunnel, der das Licht einschaltet bei einem Zug oder einen Tunnel, der den Zug stoppen lässt. Und so versuchen wir dann natürlich auch die Kinder das Spiel weiterhin interessant zu machen. Und das Schöne ist, dass diese Produkte natürlich in das komplette Brio-Sortiment eingebaut werden können. Es ist uns sehr wichtig, dass viele Kinder haben natürlich schon eine Brio-Welt zu Hause, viele Themenbereiche. Und das ist einfach eine Ergänzung und kein eigenständiges Spielkonzept. Ach, das ist ja super, so dass man halt auch mit den, die eben noch nicht so technisch sind, die Sachen von vorher, dann das dann mit einbauen kann. Und das Spielzeug wächst auch mit dem Kind zusammen. Richtig, genau. Es gibt einen Zug, ein Einsteigerset. Ich kann den Zug kaufen, den intelligenten Zug mit 2 von den Tunneln. Und ich kann praktisch diese Tunnel im normalen Brio-Sortiment nutzen. Und wenn es dann dem Kind Spaß macht, dann kann man die Waschstraße noch mit dazu kaufen. Ja. Ich kann die Waschstraße auch als ganz normalen Einzelartikel nehmen. Ich kann jeder Schiebelock zum Beispiel auch da durchziehen. Und es ist genauso ein schönes Spielerlebnis. Und es macht natürlich viel mehr Spaß, wenn die Technik mit dabei ist, ganz klar. Ich finde es auch ganz, ganz großartig, wo auch so die Entwicklung von Brio hingeht. Jetzt haben wir 2017, die Spielwarenmesse 2018 wird es dann ja auch geben. Gibt es da schon irgendwelche Sachen, wo Sie sagen, da arbeiten wir jetzt schon dran, da geht es nächstes Jahr hin, dürfen Sie es sagen? Ja, ich bin natürlich in den Produktentwicklungsprozess involviert, aber leider ist es natürlich wie so immer ein Geheimnis. Von daher muss ich Sie leider auf das nächste Jahr vertrösten. Es wird natürlich weiterhin vom Brio auch im nächsten Jahr ganz viele tolle, spannende Sachen geben und wir werden auch weiterhin natürlich im realistischen Bereich bleiben und wir werden auch weiterhin den Kindern ganz tolle Spielsachen bieten von Welten, die sie kennen aus dem normalen Leben. Ja, und da arbeiten wir dran, weil, wie das Slogan von Brio heißt, never stop playing. Super, ich danke Ihnen auf jeden Fall sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen auch noch eine schöne Messe und eine erfolgreiche Messe hier in Nürnberg. Vielen Dank. Dankeschön. Danke.